Die nachfolgende Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Lediglich die Namen der handelnden Personen wurden verändert, um sowohl Opfer als auch Täter zu schützen. Die teilweise rustikale und ehrenrührige Ausdrucksweise wird von den Künstlern ausschließlich dafür verwendet, die Situation möglichst wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ja, sieh her, was Freddy, du willst was von mir, oder? Geh, was bist Kalsche, setz dich her. Ja, um was geht's denn erst? Es war halt wegen unserer Vereinbarung. Sie ist fertig. Fix und Punkte Prämie, Hautgeld, steht alles da drinnen, ja. Sieh, alles so, wie wir ausgemacht haben, oder? Wort für Wort. Hörst du, das mit dem Hautgeld, ja. Müssen wir das echt offiziell machen? Ach, das ja. Offiziell gibt's natürlich kein Handgeld, ja. Da zahlt der Verein eine Ablösesumme, ja. Und deine Transferrechte, die hat nicht der ehemalige Verein in der Schweiz, sondern irgendein Herr XY auf die Cayman Islands, ja. Und dort überweisen wir diese Summe dann hin, die Ablösesumme, ja. Wegen der Steuer, eh klar, ja. Und dann teilen wir uns die Marie, ja. 100.000 für dich und 100.000 für mich, ja. 200.000 Euro Ablösesumme, ja. So werden wir das dann den Medien weitergeben. Hier ist Freddy, das klingt aber nicht schlecht, Alter. Ein 100er netto Banane, eine bei mir ins Taschel. Das gefällt dem Pascalschi aber sehr gut. Du, aber die Journalisten, jetzt pass auf einmal. Du, die werden ja auch recherchieren, oder? Ha? Glaubst du nicht, wenn die nachfragen bei meinem ehemaligen Verein, dass nicht bald einmal draufkommen, dass ich eigentlich ablösefrei gewesen war? Burli, um die drei Schreiber liegt bei uns, brauchst du dir keine Sorgen machen, ja? Die schreiben schon das, was ihnen aussagt, ja? Außerdem können sie unsere Bücher nicht reinschauen, ja? Und zwischen uns zwar ist sowieso stillschweigend vereinbart, ja? Das machen die Vereine auf der ganzen Welt so, ja. Mit dem System ist eh nicht zum Durchschauen, wer, wie viel, warum und wieso gekriegt hat, ja. Obwohl, beim warum und wieso müssen wir bei dir eher ein bisschen kreativ sein. Der Freddy, Alter, scherz, geh über den Thema, Freddy. Alter, bist ja lustig, Alter. Du, das hab ich jetzt kapiert, dass die Marie bei mir netto Banane reinzischt ins Taschel. Alter, ja. Nur wir kommen nicht dorthin da zu der Marie, auf die Chameleon Islands da. Cayman Islands. Ja, meine ja. Ja, Bulli, dort musst du natürlich nicht hin, ja. Gott sei Dank, ja. Nein, das macht unser Hausbank in St. Peter. Die bucht das um ganz normal, die kennen sich aus. Die machen das nicht zum ersten Mal, ja. Kriegst Kontodaten, Losungswort, gehst hin, hebst ab, wie beim Spurbüchel von der Oma. So einfach geht das. Das klingt gut, Alter. Du und mit der, was der, die Bremsen, wo wir gesagt haben, jedes Jahr, die Einmalzahlung, wie krieg ich denn die eine? Das Geld holst du, wenn wir die Bude einmal voll gehabt haben, ja? Waren halt nur 13.000 statt 15.000 Zahlende, ja? Bitte, wie sie uns das wer nachweisen, da kommt die Finanz nie drauf, ja? Oder kennst du einen Finanzler, der so weit zählen kann? Nein, ich nicht. Und wegen dem Fixum ist das bei euch eigentlich auch alles schwarz. Wie schwarz? Wo schwarz? Ich hör immer schwarz. Ja, Spulli, merk da eins, ja? Das Einzige, was bei uns im Verein schwarz ist, ist der Abu, der Mittelstürmer. Geh mal. Also, wir im Verein bevorzugen den Ausdruck, steuerlich unauffällig, ja? Nein, offiziell können wir da das natürlich nicht zahlen, ist klar, ja? Da ist keiner mit mehr als 3.000 Euro angemeldet, ja? Den Rest von der Gage, den holst du jeden Monat ersten in Bar beim Kassier. Weiß ich eh, Alter, haben wir eh schon geredet drüber, muss ich runtergehen in den Keller, nehm der zweite, nehm ein Scheißhäusl, zweite dir links rein, geh mal. Genau. Alter, die wichtigen Sachen, die möchte sich der Pascal Postbischel eh immer hurtig. Ich mein, wenn du unbedingt willst, dass du besser schlafst wegen einem Gewissen oder so ein Scheiß, ja?
gehen wir das Ganze natürlich offiziell machen. Aber da kriegst du ein Zehner im Monat halt brutto. Und nicht netto, wenn du das lieber ist. Ja. Hier ist einer schon lieber netto, eine. Ja, das denke ich. Wenn man schließlich wohin kommen tut, Freddy, dann muss man sich anpassen und integrieren. Integrieren? Ja, meine ja. Was ist das? Ja. Alter, wenn es nach mir gegangen ist, brauchst du mich gar nicht anmelden. Dann würde ich die Arbeitslose auch noch anstauben. Geh mal. Ja, gut. Schau, Wurst, Brot oder Netto, Hauptsache auf aufs Handtal. Ich schwör's dir, Freddy. Das mit der Netto-Marie beim Kicken ist immer eine Legende. Erst. Da könnte man ganze Lieder drüber singen. Ne? Ja, dann mach. Naja, warum nicht? Da drüben steht der Trompeten. Was? Du kannst Gitarre spielen? Sicher, Alter. Können fliegen, fliegen. Ja, heute ist für mich ein glorreicher Tag, weil heute unterschreibe ich meinen eigenen Vertrag. Aus Fixum und Prämie besteht sein Gehalt und das wird ihr monatlich ausbezahlt. Damit ich auf eine gescheite Summe komm, rennt ein bisschen was an hinten herum. Geld aufs Handel, Steuern zahlen wir keine. Es gibt alles Netto-Banane. Es gibt alles Netto-Banane. Na, wieder Handrede. Handgeld gibt's bei uns natürlich auch. Weil das ist im Fußball halt so der Brauch. Auszahlt wird das Ganze dann irgendwo im Keller nehmen, heißen, in einem dunklen Büro. Von dem sollte natürlich keiner was wissen. Und auf die Finanz, da wird der Riesen aufgeschissen. Direkt ins Taschel, Steuern zahlen wir keine. Es gibt alles Netto-Banane. Es gibt alles Netto-Banane. Ja, Brett ist normal nicht so schwer, der Text, oder? Jetzt pass auf einmal, Freddy, mein Bester. Machen wir uns die volle Gaule, hä? Jetzt pfeifen wir mal so richtig auf die Finanz. Das ist eine Idee. Das ist eine gute Idee. Macht's mit, macht's alle mit. Pfeifen wir alle auf die Finanz. Na, was ist? Was ist? Viel kommt da nicht. Keine Friseurin, der hin und wieder mal so schneidet. Keine Mechaniker, nix. Ein Tischler drin. Was kann ich? Also wie ehrliche Leute da in Graz City, Alter, ey. Entweder sind die ehrlich, entweder sind die ehrlich oder sind die lieb. Ist ja eine Gemeinheit, aber jetzt pass auf, da geht noch weiter nämlich. Ja. Zwei Verträge werden dann erstellt. Einer zwischen uns zwei, der was zählt. Den anderen, den offiziellen, den schicken wir eingerahmt an Bundesliga, GKK und Finanzamt. Da schreiben wir nur kleine Beträge hinein. Das wird für uns alle das Beste sein. Bleibt mehr für uns Steuern zu immer keine. Es gibt alles Netto Banane. Noch einmal. Ja. Es gibt alles. Da geht noch was Graz. Es gibt alles Netto Banane. Es gibt alles Netto Banane. Danke für die Mitarbeit. Ja, immer gerade, wenn man Hitz hat. Du, aber weißt du, Stillschweigen, das bleibt zwischen uns, gell? Sehr sicher, Alter. Schweigen wie ein Friedhof. Der junge Berger mitkriegt, dass du das Fünffache von ihm verdienst, ja? Na, dann haben wir Theater. Was, Alter, der junge Berger? Der spielt für so einen Nasenrammel. Ja. Alter, das passt mir nicht auf den Zöhn. Der hat ein Angebot aus der deutschen Bundesliga, kann ich mich erinnern. Ja. Außerdem hat den nicht der Teamchef gerade einmal einberufen, oder? Ja. Na also, der wird aber ja kassieren, der Alte. Der junge Herr Berger hat einen Haufen Angebote gehabt. Und der Riesenpech, dass der Korupnik Karl sein Manager ist, ja. Das ist nämlich ein Freund von mir, ja. Mit dem hab ich ausgemacht, dass er den Burm einrät,
dass für seine sportliche Entwicklung das Beste ist, wenn er gleich für 5 Jahre bei uns unterschreibt. Hier ist Alter, die einzige Entwicklung, die ich bei dem Buben gesehen habe, ist die vom Komasäufer zum Spiegeltränker. Na, auf alle Fälle, wenn du wissen willst, wie ich das gemacht hab, na dann hör ich jetzt zu. Servus, Kumpel! Ja, Freddy, hau die her! Servus, danke, danke, meine danke. Güte! Danke, dass du so kurzfristig hast einrichten können. Ich sag das, ich bin so im Stress. Ich komm gerade vom Golfplatz, jetzt muss ich noch ein Pediküren gehen. Und dann noch ins Casino. Ja, hey, mich wandelt sich auch wie deppert. Ich komme auch gerade vom Massieren daher. Hey. Generation Burnout wird zwar um den Teufel gehen. Ach, ja. Aber ich will nicht jammern. Das ist nicht der Grund, warum ich da bin. Du, es geht um den jungen Berger. Ja, hab ich mir eh schon gedacht. Hey. Wie du weißt, läuft jetzt sein Vertrag aus. Ja, ja logisch, hat er einen super Manager. Hey. Ja. Und wenn er jetzt wechselt, könnte er ablösefrei gehen. Ja. Nur die lächerlichen paar Tausender Ausbildungsentschädigung Daten markieren. Eigentlich ein Skandal, ja? Und jetzt so im Überfluss spült der Trottel auch noch so gut. Ja. Und da habe ich gehört, dass er schon das eine oder andere Angebot hat. Stimmt das? Ja, bist du da, Misch Freddy. Wir rufen die ganze Zeit Vereine aus. Letztens haben sie 2 Vereine aus der deutschen Bundesliga gemeldet. Hey. Der Bure, sag ich dir, so ist wie mein Lotto-Sechserle. Scheiße. Das habe ich befürchtet. Ja. Aber Karl, ich weiß, wie wir zwar trotzdem noch ins Geschäft kommen. Na, jetzt bin ich aber gespannt, was du jetzt ausarbeitest, Freddy. Karl, du rätst dem Buben ein, dass es für seine sportliche Entwicklung das Beste ist, wenn er für 5 Jahre bei uns unterschreibt. Ja, du bist nur ein Shepard, hey. Du Docker, du. Warum soll ich denn das tun? Ich bin Kärntner, kein Burgenländler. Karl, hör mal zu. Ich hab einen Plan. Wir stocken das Fixum von dem Burm auf. Von 1.000 auf 2.000 Euro im Monat. Verdoppeln quasi. Nur was glaubst du, wie der sich freut? Der Bur in die Kreis, bis er sich ansperrt vor lauter Freude. Ja? Und dann geben wir in diesen Vertrag eine Ausstiegsklausel. Dass er für, sagen wir mal, 3 Millionen gehen kann, ja? Von den 3 Millionen kriegst du 20% und ich 20%, ja? Rest kriegt der Verein und alle freuen sich, ja? So, dann braucht man nur noch einen Trottel, der blöd genug ist, 3 Millionen für den Burm hinzubladeln. Aber so wie der im Moment spielt, werden wir den finden, ja? Das weißt du genauso wie ich, Karl. So. Und als besonderes Zuckerl können wir dann deine Gage noch über die Cayman Islands buchen. Brauchst nicht einmal eine Steuer zahlen. Was sagst du? Was, das geht, hey? Machen wir immer. Bist du deppert, ja. Hey? Das hört sich nicht schlecht an. Den Buben, seine Eltern sind eh so vorsichtig. Ich glaube, denen kann ich das schon ändern, hey. Und wenn du willst, trau ihnen noch 2 Saisonkarten für einen scheiß Verein an. Ja. Bring ihnen das Böhn und das Wiehern auch noch bei. Na, danke, Karl. Fans können wir brauchen, aber Viecher haben wir schon genug im Verein. Danke. Obwohl, das ist dann schon ein Vorteil, gell, wenn man aus Kärnten ist. Ja, das ist mir sofort jeden sympathisch, gell? Ja, die Leute sehen ja die Sonne aufgehen, wenn der so liebst Kärntner Waschele wie ich, wo dazukommt, gell? Ja. Also, ohne eingebildet zu sein, Freddy, gell? Österreich ohne Kärntin, gell? Das ist ja wie ein Fußballer ohne Manager oder Gruppensex ohne Frauen oder. Ja, was der Hund. Du wegen dem Bergerbuben brauchst du nicht ausscheißen, dann schreib uns den Scheißdreck schon, das mach ich da, gell? Ja. Ja, aber bei meiner Gage, gell, du musst schon noch ein bisschen, sag einmal, ein bisschen kreativer werden. Ich weiß nicht, ob man mit dir Geschäfte machen kann. Was hast du denn vorgestellt? Ein Vorschlagerle für dich. Hey. Was hast du denn vorgestellt? Ich hab da noch einen zweiten Buben. Ja. Ja, du findest momentan keinen Verein für ihn. Ein fescher Bursch, du. Zweite Liga hat er gespielt, ein 20-jähriger Slowak. Ja. Er hat zwar nicht viele Einsätze gehabt, aber nur weil er Verletzungspech gehabt hat, gell? Mittelfeld spielt er. Ja. Oder Stürmer. Jedenfalls ist er kein Goli. Muss dir vorstellen, im 15. Nationalteam von der Slowakei war der Buno im erweiterten Kader. Ja. Und beim U20-Landjugendhallenturnier, letzte Woche in Trainer war drüben, hat der Bub 3 Tore geschossen, hey.
Eins davon im Finale fast genau ins Kreuz gekauft. Hey, da haben sie Post. Wahnsinn. U20 Landjugendhallturnier in Trnava? Jo, ich weiß, das hört sich jetzt nicht super an, war ein super besetztes Turnier. Im Internet, überall gestanden, hey. Na, leg mir was. Lionel Messi für Arme. Karl, ich hoffe, dass dein Wunderwutzi kein kompletter Rohrkrepierer ist, gell? Sonst bin ich wieder der Trottel in die Zeitung erst. Ah, du machst das schon mit den Schreiberlingen. Hey. Ja. Wenn du deppert einer nachstiehlt, sagst du, dass er schon ein halbes Jahr beobachtet worden ist. Das ist ein Scheißdreck. Schau dir doch her alles. Ich weiß ja, wie es rennt. Eine gute alte Beobachtungsschmäh. Karl, das Einzige, was ich jemals in meinem Leben beobachtet habe, war die Nachbarin beim Duschen. Obwohl, muss ich auch sagen, gell, bei uns in Kärnten, das sind nicht die ganzen Aufdecker-Geschichten. Wir haben die Leute nichts Besseres zu tun, hey. Tja. Kärnten ist die Welt halt noch in Ordnung, ich weiß, hey. Ja, du sagst es. Ja. Du, wegen dem Buben macht er keine Sorgen. Da fahr ich heute gleich um, dann unterschreib uns den Scheißdreck, gell. Und dann rede ich mit die Biefke, die sollen die 3 Mille überweisen, dass wir zu unserem Geld kommen, du. Ja, genau. Du. Und wenn es einer zu viel ist, sonst beim Buben seiner Gage einsparen, da hilf ich einer schon. Super. Ist ja nur fair. Wir hakeln ja da wie die Viecher. Ich wollte gerade sagen, es ist ja wirklich so, der Bub und der Bissl umeinander gabeln in der frischen Luft, ja. Aber arbeiten tun wir. Na, logisch. Ist ja so, muss einmal gesagt werden. Ja, und wenn er bei den Biefke wieder entspricht, kann er denn den noch teurer weiter verschneiden. Ist eine Win-Win-Win-Situation. Hey. Super. Ja, ja, schlag ein. Herr Schokoli habe ich auch noch in der Hinterhand. Was, noch was? Ja, der neue Teamchef ist auch bei mir unter Vertrag. Ja. Ja, dem sage ich, er soll den Buben einmal einberufen und 2 Minuten laufen lassen. Ja. Hat einen Länderspieleinsatz im Lebenslauf. Erhöht den Marktwert auch wieder. Die Einberufung ins österreichische Nationalteam erhöht den Marktwert von einem Fußballspieler. Karl, bist du 100%ig sicher, dass du weißt, was du tust? Ich sag einmal, Ironie des Schicksals, hey. Ist echt so. Schwede. Also, schau mal aus, sind wir uns einig? Ich vertraue dir, bin immer gut gefahren mit dir. Ja. Das ist echt der Ernstmann, hey. Eben so. Aber du weißt, hey, gell? Stillschweigen, Goschen halten. Goschen, ja. Ja. Hey. Ach so, ist das alles angerannt. Ihr seid auch die Spitzbuberl, Alter, gehen wir. Ja. Karl Sagasch ist dann über die Cayman Islands gerannt. Picobello, null Problemo. Und genauso werden wir das bei dir machen, Burli. Sicher. Aber die Probe noch für dich, gell? Wenn du dann die Hausbank gehst, sag Peter oben, ja? Nimm den Hintereingang. Zwecks der Diskretion, eh klar. Ja. Jetzt, Freddy, was glaubst du dem Stretzen, Alter? Ich bin ja kein Dummer, ich bin's. Das ist ja wie in einem normalen Wirtschaftsleben auch. Du musst da irgendwem hinten reinkrallen, dass du nachher fuhren groß rauskommst. Tja, ja, das ist halt Österreich. Hast du gewusst, dass Österreich EU-weit das zweitkorrupteste Land ist? Was, EU? Ja, das, wo wir dabei sind, das mit den Schulden. Also das mit dem Regenschirm, weiß ich. Ja, 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 genau. Schocktanz. Ja, jedenfalls. Ich könnte mich so aufregen. Ich weiß nicht, warum wir ehrlichen Hacker uns so einknien, wenn rundum und um alles nur Dachinierer schaut, die nur die Hand auf. Aber ich will mich da jetzt gar nicht aufregen, ja? Wegen der Laufzeit muss ich dann da was sagen, ja? Was wegen der Laufzeit, Alter? 5 Jahre haben wir gesagt. Geh mal. 5 Jahre. Mach keine Tanz, Alter. Ja. 5. Aber für die Fans draußen, offiziell, sagen wir, ist ein 3-Jahres-Vertrag, ja? Ja, das sind aber nicht 5. So gut kann sogar ich dividieren. Uli, wenn die da draußen draufkommen, ja, dass ich einem 32-Jährigen einen 5-Jahres-Vertrag gebe, dann fragen sie mich nicht, ob es oder nur noch wo ich angerannt bin. Ja. Deswegen nach draußen 3 Jahre. Nach den 3 Jahren verlängern wir um weitere 2. Ja. Geht's eh aus, Alter. Na bitte. Ein bisschen dividieren kannst, Alter. Und das hat für uns den zusätzlichen Vorteil, dass wir für diese Verlängerung
ein Handgeld ausbuchen können. Das ist ja nicht der Banane. Was damit passiert, weißt du ja, gell? Also, was meinst du? Passt dir das so? Sicher, perfekt, Alter. Schlagen! Sicher, wann machen wir das alles eigentlich schriftlich? Was ist denn mit dir los? Schriftlich? Ja, mit dem Hatschek halt was. Herr Spurli, jetzt gib ich dir so einen super Vertrag. Du bist Höchstverdiener bei uns, du kriegst mehr als der Trainer. Und dann vertraust du mich nicht. Hörst, halt, sag ich dir, ja. Die Schrift in dem Verein ist mein Wort, ja. Wenn du wirklich wo rumkratzeln willst, ja, dann kannst du das beim offiziellen Vertrag für die Trotteln da draußen machen. Du kannst aufhören, Smileys oder Möpse, was du magst, ja. Mir wurscht, ja. Aber sehr was Trainer kriegst. Der Schweinleiner, Peter, Trainer, schau mal aus, hat sich eine gekannt. Ja, Trainer. Hey, super Verhandler, bist gar dummer, hä? Alter, Alter, zweitbester Verdiener nach mir. Geh mal, Training. Was ist denn da los, ey? Ist das echt? Sicher, Alter, echt den Louis Fulton. Aber schau, ich kauf mir die schönen Sachen ja nur, weil sie mir gut gefallen tun und nicht um irgendwem zu importieren. Imponieren? Nein, ja. Eigentlich ist es ja so, meine Damen und Damen, dass immer alle glauben, dass wir Kicker nur Platz umeinander rennen tun und hin und wieder ein Ball reinzirkeln ins Kreuzeug oder die Outlinie auf und da. Nein, wir haben andere Arbeiten auch zum tun. Schaut's her, schreiben muss ich. Der Geheimkarten muss ich unterschreiben. Dabei sag ich mir, ich bin ein Fußballer und kein Schriftsteller. Alter, ich brauch keinen Nobelpreis oder was. Das sieht man nicht. Und für wen müssen wir das alles machen? Hm? Für die Fans, für die Narischen braucht der kein Schwung. Die picken sich nachher die Autogrammkarten am Kühlschrank auf und nehmen die Eier. Sehr wurscht, aber manchmal mache ich mir die volle Garne. Da mal ich mir selber einen Schnauzer auf. Die Karten reservieren nachher für die kompletten Glockis, gell? Sehe ich auch wieder. Gehen wir. Ja, dran. Die kriegen dann die Hirschenfans, wisst ihr? Die aus ja, bist dem, du Urwald, die. Wo ja, schau mal, bist du es wirklich? Ist er das? Ist er der Pascal, der Bosch, Bischil? Ja, sicher bist du das. Mein super Autogramm schreiben, du bist da. Mein, du hast du für mich Autogramm, bitte. Du könntest das bisschen aufschreiben für meinen besten Freund in Franz. Sicher, ja. Liebling, hab ich schon ja. Eine vorbereitet für dich. Ja, was echt extra für mich. Ja. Also, was hast du gesagt für meinen besten Freund in Hans? Franz. Meine ja. Hans mit U, oder? Nein, glaube ich nicht. Nein, nicht, oder was? Schau bitte, Hans, du hast das. Dankeschön, mein super, gell? Sag mal, wann hast du noch in der Türkei gespielt? Trotzdem schier, gell? Du, was ich dich immer mal fragen wollte, was verdienst du da eigentlich bei uns? Na, gratuliere. Die Frage war schon lange nicht mehr gehört. Normal, da zahle ich den Hirschen ja immer irgendeinen Schwachsinn, ein Märchen von irgendwo aus, gell? Aber heute mache ich mir eine besondere Gaude. Da zahle ich ihm die Wahrheit. Ist nämlich viel lustiger. Ja, passt auf, ob er das überhaupt da checkt. Ich weiß nicht, ob er das vertragen tut. Ah, was ich so anheben tue, im Monat, schau. Ein Zehner krieg ich netto, fixum, damit der Punkte bremsen, mit dem Handgeld, da komme ich auf 250.000-260.000 Euro im Jahr. Ja, bist du deppert? Nicht schlecht, für einen Halbtagesjob. Was? Wieso Halbtag? Sicher, Alter, dividier mal mit. Mehr als 20 Wochenstunden komme ich nicht. Hey. Halbtagesjob am Montag. Haben wir 2 Stunden am Vormittag Training, okay. Dienstag trainieren wir Vormittag und Nachmittag, ist ein bisschen mehr. Mittwoch trainieren wir am Nachmittag, Donnerstag trainieren wir 2 Stunden in der Früh. Obwohl, Alter, eins sag ich dir, das Donnerstagstraining, das ist eine hart verdiente Marie, das kannst du mir glauben.
Wieso? Ja, weil am Mittwoch ist gleich Schnittwochen. Was? Wenn wir Mannschaftsabend, da hockt man uns voll um. Ach so! Bist du verlaust, da muss das sprechen! Nein, super, sauf mir! Ja, das taugt mir, du bin ja ganz gut. Du könntest mal mitgehen mit euch, mit der Mannschaft auf Zier. Ich hol mir meine Bier eh selber. Aber ich würde so gerne mal dabei sein. Ja, kriegst du eine schriftliche Einladung vom Kassier. Ja, super, danke. Ciao. Jedenfalls dann so. Wenn ich am Mittwoch unterwegs bin, dann kann ich am Donnerstag nicht anrufen beim Trainer, so wie wenn ich in der Bank arbeite oder irgendwo und sage, ich bin etwas gekrankt, ich kann nicht kommen. Das geht bei uns nicht. Muss ich auftauchen dort und trainieren mit der Schweinelähmung. Sicher. So oft der Totore die letzte Rettung mit einer Spritze, dass noch was weitergeht. Aber gut. Das wird nicht so einfach, gell? Schau, dann ist schon Freitag, Abschlusstraining. 2 Stunden, ein bisschen Löfer schießen, Freistoß schießen. Dann Matcherl am Samstag, sagt man so 90 Minuten. Sonntag dann, auslaufen. Na bitte, Alter. Auslaufen könntest du eh, das ist mehr Gesichter schneiden. Und Schaß ausbeideln. Ja. Na und, hast du mit dividiert? Ich bin irgendwann noch mal rausgekommen. Ja, 20 Stunden habe ich nicht einmal in der Woche, so ein Halbtagesjob. Schau, zu viel darf ich mich natürlich auch nicht beschweren, weil hin und wieder kann schon sein, dass es stressig auch wird, gell? Und da komme ich nicht auf meine Erholungszeit, gell, weil die beim Verein, was die alles wollen von uns. Was wollen die? Ja, zweimal in der Woche müssen wir in die Sauna gehen. Dann wollen sie, dass wir uns täglich massieren lassen. Solche Arschlöcher. Siehst du? Dann empfehlen sie uns, dass wir immer Mittagsschlafen machen jeden Tag. Was, so ein Mittagsschlafen, das ist teuflisch, das kann ich, da komme ich auf gar nicht mehr auf. Ja. Ja. Kennst du die ausschauen? Und das sind nachher genau die Momente, wo ich mir immer sage, hörst du, Alter, hättest die Hauptschule fertig gemacht. Da hört es. Sicher, da brauche ich jetzt nicht da stehen und mit dem Ball herumgabeln und jonglieren und Goal schießen. Nein, dann könnte ich das machen, was mich wirklich interessieren tut. So wie du zum Beispiel, ja? Redst du auch mit deinen Idole? Ja, ist auch was. Hm? Aber schau. Als Fußballer, wir haben es nicht so einfach. Weil eins kannst du mir glauben, ich komme nicht einmal dazu, dass ich die ganze Marie, die ich dauernd verdienen tue, ausgib. Wieso? Ja, Alter, überall, wo ich hinkomme, werde ich eingeladen. Was? Echt? Sicher, alles stecken sie mir ein in den Arsch. Da kriege ich eine Schuhe zahlt, da schenken sie mir einen Anzug oder eine Uhr oder irgendwas oder eine Schuhe. Ich weiß ja schon gar nicht hin, wohin mit dem Graffel da. Echt, du arme Sau! Ja, siehst du. Glaub ich mal, es ist einfach, das ist nicht so. Wenn ich mal unterwegs bin auf die Nacht, wenn ich fortgehe, Schiller auf oder irgendwas. Ich glaube, das ist eine Gaudi ist. Alle krallen mich an, Alter. Sicher sind schöne Gebeine auch dabei, die mit den schönen Augen, okay. Aber, glaubst du, das ist eine Gaudi ist, die wollen nicht mich als Menschen. Nein. Die wollen nur meinen Körper, Alter. Die betrachten mich als Subjekt. Echt? Die? Ja, aber gut, dem erzähl ich das, da wird's dir endlich gehen, oder? Naja, ist nicht so arg bei mir. Wenn's dann einmal nicht rennen tut, was ist dann? Ha? Ja, was ist denn dann? Ja, Alter, dann kann's einmal sein, dass ich mir gleich meinen Vertrag auszahlen lassen muss und ich muss weiter in die nächste Stadt ziehen, oder was? Was, echt? Ja, sicher, mit einer halben Mille im Taschel. Was? Ja. Das war jetzt ein Scherz. Ich sag's euch, der verarscht mich, der verarscht uns alle. Das kann nicht sein, das kann sicher nicht sein. Ja, von mir aus, sagen wir, es war ein Scherz. Siehst du, das habe ich eigentlich gleich gesagt. Mir kann man nämlich nichts vormachen. Ich weiß das. Aber mir taugt das, wenn die Kicker ein bisschen einen Schmäh haben. Das ist so super. Ja, du, ich habe jetzt gehört, dass jetzt wieder einer ja, engagiert worden ist. Was, ein Spieler haben wir ja, gewonnen? Ja, es ist noch einer gekommen. Ja, ein ganz schneller einer aus dem Nationalteam. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ich glaube, es ist der... Das ist der Willi. Nein, nicht der Willi. Der Jimmy. Genau, der Jimmy kommt. Wo sind Jimmy? Haben wir gewonnen? Ja, Alter, ja. Da, wo sind wir das geile Liedl im Radio spielen tun? Was für Liedl? Du kennst das nicht? Nein. Pass auf, das Trelle ich davor. Schon eher. Was, du kannst Gitarre spielen? Sicher, und Flöte. Das ist aber Gitarre.
bin ich mir sicher. Pass auf. Ja. Wie vom Postros ist ein Hinterteil am Platz. Cäsar Abfitschipfall. Er braucht nicht einmal bis 15, weil er schneller rennt als die anderen. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf? Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Ist eine super Nummer! Geht in die Knie! Sicher, sogenannte Knienummer. Versteh ich nicht. Ja, ich auch nicht. Die Entscheidung fiel ihm gar nicht schwer, wie der Anwalt oder Fußballer. Er hat da nie Medizin studiert, auch wenn das oft gemunkelt wird. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Ja. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Hey, Jimmy! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Das verstehe ich nicht. Wer ist denn der Formel 1? Wo spielt denn der? Ja, das ist ein Blitzer, da wieder hier. Das ist ein schweres Lied. Ja. Vorm Tor ist es gar nicht gut, wenn man lang überlegen tut. Das mag des Jimmys Stärke sein, drum schießt er jeden Ball hinein. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Das ist so schwer. Hast du noch Strafen für mich? Sicher, oder? Ja, probieren wir noch einmal. Technik hat er nie trainiert, weil das überbewertet wird. Beim Gabel-Contest war schnell klar, dass er nicht einmal zweistellig war. Jimmy, lauf! So, hey, Jimmy, Jimmy, lauf! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Hey, Jimmy! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Ich hab's gleich. Hier ist Hans. Franz. Anio. Glaubst du, dass die Leute alle einen Handgelenksbruch haben, weil sie nicht mitklatschen können? He? Ja, weiß ich schau mal, ob das weh tut. Ausdrucksstark und wortgewandt. Das geht ja. Erklärt er uns den Pausenstand. Er rechnet vor, analysiert, dass ein Tor mehr so reichen wird. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Jimmy, lauf! Hey, Jimmy! Jimmy, lauf, 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 wie Forrest Gump. Bravo! Das ist auch ein super Lied. Bist du deppert? Du, das ist mir aber wurscht, wenn die Kicker nichts in der Batterie haben. Hauptsache, sie treffen immer ins richtige Tor. Du, was ich dich fragen wollte, was ist mit dem Trainer? Wie geht's euch mit dem? Kommt ihr überhaupt noch durch zu euch? Wie bitte? Durchkommen, fragt er. Das Einzige, was unser Trainer, der Wappler, durchkommt, ist der Blabutstundler. Da auch nur, weil man sich nicht verfahren kann. Ja, wir trainieren so einen Scheißdreck, der hat überhaupt keine Ideen, du. Du, nein, nein, unser Trainer, der macht ein super Training, an dem liegt's nicht. Schau, es liegt mehr so am Schiedsrichter, dass wir das Ganze nicht umsetzen können am Wochenende. Ja, aber dass wir so weit hinten sind, was hat denn das für einen Grund? Okay, du Depperter! Aus was für einem Grund hast du so einen schierchen Hund? Das ist so ein grausliches Viech, du! Mit der stinken tut, du! Ja, geht eigentlich, gell? Ich glaub, das ist mir das Herrl. Das ist so ein grausliches Trio, du, bitte! Ja, hey, wo bist du?
Du, einen lieben Hund hast du eigentlich, hein? Wie tun die heißen? Das ist der Wastl. Mein ja. Wastl. Ah, Wastl, Basti, schau, Wastl, Basti, haben wir bald und hupft. So, schau, Schatzi, du Bussi gibt. Jetzt haben wir uns ein bisschen verkogelt. Hörst du, was an mir stehen blieb? Naja, warum könnt ihr eure Trainingsleistung am Matchtag nicht umsetzen? Geh okay, umsetzen, Mazinika! Setz du dich um! Ach, so eine depperten Fragen, was mir immer stellen. Ha? Nur depperte Fragen immer. Und ich kann mir nachher eine Ausrede einfallen lassen. Oder eine Antwort in dem Fall. Ja. Ah, was mach ich da diesmal erst? Was erzähl ich dem jetzt? Ah, am gescheitersten nimmt das, was uns im Verein immer erzählen, was wir auswendig lernen sollen und denen nachher vorbeten. Ja, ich wurscht, okay. Schau, grundsätzlich ist es halt einmal so, dass ich glaube, dass uns ein Sieg fehlt. Damit das Werk wieder zum Rennen anfangen tut. Aber ich glaube, das Wochenende ist eh schon wieder so weit. Gehen wir. Ja, ich hoffe stark, ich sag's dir. Ich bin schon seit 35 Jahren eicher Fan. Ja? Und was ich da mit dem Verein mitgemacht hab, das geht auf gute Kuhhaut. So groß kann das Rindviech gar nicht sein, das sag ich euch. Mei, ich kann mich noch erinnern, das erste Spiel hat mich mein Vater mitgenommen. Das war in die 80er Jahre. Das war, glaube ich, damals gegen die Vienna noch. Mei, war das schön, das war schon. Bla, 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 Alter. Was will einer sagen, dass mir Kicker zu viel verdienen erst? Ha? Den Blödsinn, den ich mir anhuchen muss da. Wenn wir in die USA waren, dann darf ich denen Schmerzensgeld verklagen. Ich will meine Ohrwasser schon so wehtun. Die Gehörgänge, da wo der Ambros drinnen hängen tun. Geh, und der Wastl hörst. Das grausliche Viech, der schlägt sich schon seit 2 Minuten seine eigene Popscherl durch. Geh, weißt, jetzt ist er überhaupt mit der halben Schnauze schon drinnen, du. Geh, weißt, die Basti, Alter. Da weißt du, auf der Reise sind sie ich. Alter, good luck im Dickdarm. Schreibst du uns eine Karte, bitte. Oder eine E-Mail, Alter, da was. Na, Wahnsinn, du, immer ein Theater mit den Hirschen, du. Aber jetzt passt einmal auf. Hast du euch das schon überlegt? Was passiert eigentlich, wenn der Wastl jetzt alles ein Ganzer in seinen eigenen Arsch reingekrallen hat? War er dann ganz weg? Oder darf man dann nur meinen Arsch sehen? Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, die Frage hat sich das depperte Viech gerade selber gestellt. Und da war's, die passt der richtige Arschkriecher halt. Ja, Wahnsinn erst. Aber wie sagt man so schön, bitte? Wieder her, so das ist schön, oder? In dem Fall. Aber ich wusste. Aha, da habt ihr schon einiges miterlebt mit unserem Verein, ha? Ja, da ja. Basti, Basti, der alte Prinz, ist das auch ein Fußballfan? Mein Wastl? Ja. Nein, der mag das überhaupt nicht. Nein, das ist dem viel zu brutal. Nein, das geht gar nicht. Der Wastl, das ist nämlich ein ganz besonderer Hund. Sicher. Ich weiß ja nicht, ob du davon schon gehört hast, aber der Wastl, der ist schwul. Wie bitte? Ein warmer Hund? Ein Katz da? So einen Scheißdreck hab ich überhaupt noch nie gehört. Ein warmer Hund? Na bist du deppert, was erzählt mir dir? Da erzählt er mir wahrscheinlich gleich, dass er mit seinem Hund fix benannt ist, oder was? Na ja, ich wusste, gell? Du schau ja, ja, so schwule Tiere, das Thema ist eh alle gegenwärtig schon. Ich find's ja eigentlich ein Wahnsinn, dass man sich so verstecken und verkriechen muss, wenn man so ein warmer Kadaver ist, aber. Was so ist, die Gesellschaft ist halt heute leider noch nicht so weit. Die machen Schmäß drüber oder verschweigen das Ganze. Ja. Aber nicht mein Wastl. Mein Wastl steht dazu in aller Öffentlichkeit. Ja, da war ich mit ihm jetzt beim Wirten. Frisch oben, es ist so gern und das Leid, mein Wastl. Ja, und wo sehen wir, wie wir dort hinkommen? Ein grauslichen Schäferhund vom Nachbarn auf der Pfiffi. Die Pfiffi, das ist die Pudeldame vom Wirten. Ja, und so richtig, ja, ich schon wissen, brauche ich nichts erzählen. Ja, jedenfalls, mein Wastl sehe ich das
Und es hat kein Halten nicht mehr gegeben für ihn. Er reißt sie los von der Leine, rennt und hupft auf wie auf das grausliche Schäfervieh. Ich sage euch, das war ein Bild von der kleinen Pfeffi. Auf der Pfeffi, der riesige, grausliche Schäferhund. Und auf dem Schäferhund, mein kleiner Wastel. Mit den Stumpelfüßen dann ist er gerudert in die Luft, ist er nicht runtergekommen. Aber nicht hat er aufgegeben. Hergemattert hat er das grausliche Schäferviech. Ich sag's euch, ich hab geschaut. Und der Schäfer erst. Aber Freude hab ich keine, was soll ich machen? Mein Wastel ist halt ein echter Hotdog. 10% von den Lebewesen sind halt ja mal homosexuell, das ist so, ja. Aber eigentlich, Fußballer, die sind ja auch sowas wie Lebewesen. Bei denen muss das ja gleich sein, oder? Hörst, wie war das damals schnell in die 80er Jahre in der Partie gegen die Vienna? Wir hatten da unsere Goal geschossen. Hä? Burschen, das Spiel heute ist eine Frage der Ehre. Soll ich euch sagen, was der Trainer von den anderen seinen Kickern sagt? Berger kann nicht kicken. Abo bewegt sich wie ein Saubär. Über den fahren wir drüber. Den fragen sie nicht ab, sondern wir hoch gegen uns gewinnen werden. Ich will, dass wir es denen unter unseren eigenen Fans sagen. Die Arschlöcher da oben auf der Tribüne, die uns beim ersten Kampf völlig mal auspfeifen und zur Sau machen, die sollen uns wieder boschen und jubilieren. Ole, ole, wink mal auf, ey. Dankeschön. Kannst du uns am Arsch lecken? Aber vorher tragst du uns noch einmal rein in die Kasse. Und dein Wiebclub, die Parasiten, fressen Lachs und Kaviar. Stellen sie 10 Euro obi und erzählen mir dann noch ein Spiel, wie wir hätten spielen sollen. Ihr müsst das euch ja nicht anhören, sondern ich. Aber eins schwöre ich euch, bevor ich gehe, gehen Zähne vor euch. Der Wiebkluber Gast kriegt die Wahrheit von mir zu hören. So ein Schweinskickersatz. Nur tschechern und abkassieren tat's. Taktik für heute. Wir spielen auf Konter. Zieh uns zurück bis zur Mittellinie, lass das spielen. Wenn sie dann zu sicher sind, dann schlagen wir zu. Wie bei der Sau. Zuerst meist man's, so lässt es gut gehen. Und kurz vor dem Höhepunkt. Zack! Stechen wir's ab! Das Gesetz des Stärkeren! Töte! Oder du wirst getötet! Berger! Bist du da? Ich will sehen, dass du reinst, dass du mich nicht ausspeibst! Und wenn du dich einmal zurückziehst beim Zweikampf, wie gegen die Austria, dann hol ich dich noch 2 Minuten wieder raus! Oder bist du so einer, der sich beim Sorg nie sitzt? Weil die Alte so haben will. Bist du so einer? Nein! Und deswegen stehst du da heute um. Stell halt einmal auf dein Schlafen gegen den Makanaki, der miesen Kreatur, was du mir rein in die Gärm. Wir schlafen drüber! Hau ihm aus dem Bauch! Dann gehst du hin, sagst, war ich das? Ich nicht. Unschuldsmine. Wie bei der letzten Einvernahme von der Finanz. Wenn wir heute was reisen, dann können wir Theater machen. Dann kannst du umschneiden, ist mir wurscht, dann kannst du umhacken. Sag in Tokio, sollst du kein intravenös einimpfen, bis du dich nicht mehr gespürst. Aber wenn wir verlieren, dann gnade dir Gott, weil der Schreilechner tut's nicht. Abo. Zu dir! Wir sehen, das kämpft, als wir gegen einen Löwen. Du alles gibst für uns! Ihr Bente! Der redet wieder nur Englisch!
Abo, wie soll ich das jetzt sagen? You play from begin on. You must fight against Lion. Give every for us, you bendy. You must run from here to shoot. And after, you must run up. You must do thy hard work. And when we win, you become extra premier from me. I cook for you. All you want, animals from the jungle. Mir scheißegal, Junge, was du fressen willst. Wenn wir heute gewinnen, hau ich sogar einen Tiger am Grill auf. Dann trage ich dich auf die Schulter durch die Stadt. Abu, I carry you. My shoulders at the city. But first you have a stone way. We play harder. Das ist halt kein Steppenkick, wo wieder rumfitschig gegagelt wird. Die Queen dann alle Jungfrau kriegen, oder was? Abu, you now become young wife by us. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Da geht's halt um alles. Da kannst du berühmt werden, wenn du die Goliath reinnagelst. It go today around every. You will famous when you the goalie one into. Nageln, nageln, was hast deine Nageln wieder? Abu, one into fucking. Burschen, was gibt Schöneres, wie gegen den Tabellenführer daheim zu spielen? Wir haben nichts zu verlieren. Und wenn wir da halt wirklich was reißen, geben die Krausgeopferten vom Vorstand da wieder mal Ruhe. Oder taugt euch das, wenn sie die Ahnungslosen nicht mehr einmischen? Wir hängen die sinnlosen Wortmögen schon beim Hals raus. Also müssen wir einen Wappler ab und zu was vorweisen, dann brauchen wir uns den Scheiß von den Wichsern nicht mehr anhören. Wenn ich da so durchschaue, dann siege ich schierke Teufel. Ja, da werden sie ja da auch vor euch anscheißen. Wenn wir da halt wirklich was reißen, dann können wir Theater machen. Vom Aufwindanspiel in die Venus. Relaxen. Haben wir uns in Whirlpool. Lass mir uns gut gehen. Ich lass mir den Spatz massieren. Ihr lasst euch die Spatzen massieren. Oder bleiben wir gleich da, ist eh wurscht. Heim gehen, du merkst, wenn der Wirt da leer gesoffen ist. Und der Eierspeis weggefressen ist. Mir wurscht, wie sie wollt's. Morgen am Vormittag dann lockes auslaufen. Nachmittag ist frei, kannst mit der Familie was unternehmen. Die Mama soll was kochen, kannst sich ein warmes Pult dreschen. Aber für das brauchen wir 3 Punkte heute. Also geht's aus und sag's den scheiß Millionären, wer einen längeren Schwanz hat. Jetzt ist Schluss. Das Spiel ist aus, die Überraschung ist perfekt. Der Tabellenführer geht hier auswärts sang- und klanglos unter. Herr Schreilechner, herzliche Gratulation zu diesem großartigen Sieg im Abstiegskampf. Ich denke, Ihnen wird jetzt auch einmal ein richtig großer Stein vom Herzen fallen. Jetzt wird einmal so richtig gefeiert, oder? Ja, danke erstmal. Muss sagen, es ist ein tolles Gefühl, diese super Truppe zu besiegen. Muss aber gleich vorwegnehmen, dass es hier heute auch noch um 3 Punkte gegangen ist, sage ich mal, und wir dementsprechend sicherlich am Boden bleiben werden. Zum Feiern bleibt sicherlich keine Zeit, da wir bereits in 7 Tagen das nächste schwierige Spiel haben und da ist die Regeneration in dieser Phase, nimmt einfach einen zu hohen Stellenwert ein, sage ich mal, das können wir uns da nicht leisten.
Wie groß war heute eigentlich der Anteil der Fans an diesem Sieg? Ach, Hut ab, einzigartig. Also, zum Glück sind wir in der Ausgangslage, die besten Fans Österreichs zu haben. Die auch in schwierigen Zeiten, und die hatten wir, immer zur Mannschaft gestanden sind, uns immer unterstützt haben. Da hat es niemals ein böses Wort oder irgendwas einen Pfiff gegeben. Also Hut ab und danke, danke, danke. Natürlich hat dieser Sieg heute auch einen, ich nenne es einmal, faden Beigeschmack. Ich spreche da dieses wirklich grässliche Foul von Manuel Berger Ende der ersten Halbzeit an Makanaki an. Für uns in der Redaktion, Herr Schreilichten, hat das nach Absicht ausgesehen. Für Sie auch? Also diese Frage finde ich an dieser Stelle mehr als unangebracht. Manuel Berger ist ein äußerst fairer Sportsmann, der niemals einen Gegenspieler vorsätzlich verletzen würde. In dieser Situation ist er einfach einen Tick zu spät gekommen, sage ich mal. Und war dann selbst schockiert von der Schwere der Verletzung von Makanaki. Ich selbst kann Makanaki, den ich nur als ehrlichen und fairen Sportsmann kenne, an dieser Stelle nur alles, alles Gute wünschen. Und hoffen, dass wir ihn bald wieder am Feld sehen werden. Muss aber wirklich erwähnen, er ist ein äußerst fairer Sportsmann. Der Manuel, der Berger. Jeder glaubt, dass er unvoll war. Nur der Berger, der weiß da mehr. Er hat's behauptet, hat's verkündet, hätte fällt noch wer. Wild entschlossen, mit Schaum vorm Mund, hat er Lunden gerochen wie ein Pferdenhund. Wollt irgendein niederwachseln, wollt ihn zusammenschneiden, wollt ihm stellen des Haxeln. Dann ist es heut so passiert, mit dem gestreckten hat er ihm orasiert. Manuel Berger, well, well, how did you break his leg? Manuel Berger, well, well, how did you break his leg? Manuel Berger, well, well, how did you break his leg? Manuel Berger, why did you break his leg? Es klirrt es hat noch Nordentag. Die Zechen hat's nach Süden dreht, das Blut ist gespritzt, der Knochen frei. Der Berger hat sich taucht auf 2 Meter dabei. Das Opfer hat sich gewälzt, geschrien vor Schmerzen. Im Stadion brennen die Wunderkerzen. Berger spielt gekonnt, das Unschuldslamm, das man Absicht ihm erst gar nicht unterstellen kann. Dann ist es halt so passiert, mit dem Gestreckten hat er ihm Ohr rasiert. Manuel Berger, well, well, how did you break his leg? Manuel Berger, well, well, how did you break his leg? Manuel Berger, well, well, how did you break his leg? Manuel Berger, why did you break his leg? Herr Schreilichten, jetzt aber zurück zum Sportlichen. Es hat ja in der jüngsten Vergangenheit immer wieder sehr kritische Stimmen aus dem eigenen Vorstand gegeben. Glauben Sie, dass Sie mit diesem Sieg heute diese Störaktionen beenden konnten? Also ich sehe diese Meinungsäußerungen nicht als Störaktionen. Ganz im Gegenteil, ich bin immer wieder froh, wenn ich vom Vorstand Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge erhalte, weil es ja für eine professionelle Vereinsstruktur ja absolut notwendig ist. Und wenn dann ein ganz kluger Mann aus dem Vorstand zu mir kommt und sagt, du Peter, mir ist dieses oder jenes aufgefallen, was du vielleicht nicht sehen konntest, dann sage ich ja super. Bitte setzen wir uns gleich heute noch zusammen. Und dann reden wir darüber. Auch mit den VIP-Gästen gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Ich kann mich da erinnern, vor 14 Tagen gab es fast ein Handgemenge mit einem VIP-Gast und Ihnen. Glauben Sie, dass Sie auch da die Stimmung ein bisschen jetzt auflockern konnten? Das wurde ja von den Medien hochgepusht. Ich hatte eine Unterhaltung mit einem VIP-Gast, der mir seine Gedanken zu meinen Entscheidungen mitgeteilt hat, sage ich mal. Und
Wir haben da ein offenes, ein ehrliches, ein gutes Gespräch geführt. Und ich bin jenem Fan auch wirklich dankbar, dass er damit zu mir gekommen ist. Wenn er hier heute vielleicht drinnen sitzt oder wie er Fernsehen zusieht an dieser Stelle. Danke. Herr Schreilechner, auch ich sage danke für diese offenen Worte, für diese sympathische Darstellung der Dinge. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Mannschaft nur das Beste im Abstiegskampf. Danke. Danke. Sieh was, Heinz. Gewonnen, ja sicher. Gerettet, ja vorerst. Heißt Heinz, das Sautrotteln vom Fernsehen stellen Fragen. Noch nie Turnhausen in seinem Leben angehabt. Wie mit mir wichtiger Fußball rein. Wenn ich die ahnungslose Witzfigur meiner Nacht trief, dann wasche ich die vorderen Hammer aus dem Fries aus. Dann kann ich wenigstens nicht mehr so deppert fragen. Wie schaut's aus? Sprengen wir uns halt weg? Beamen wir uns in fremde Sphären? Nach dem Motto Scotty, bitte beamen. Over and out. Bursche! Gratulation, wenn sie nicht immer so spielen darf, was ich euch aussage. Wird man schon längst Champions League spielen. Da sauf einmal gescheites Bier. Ärgerl, keine Absicht, wie ausgemacht. Super. Abo! Prost, Jungs, auf uns und auf mich. Wie immer, da was als Erster haben, geht spielt nächste Woche nicht, gell? Hörst du, sie ist Abo, sauf aufsteinig, oder bist du nur du? Bergerl, du auch, oder bist du unter der Fuchtel? Ah, das zischt. Was ist, schmeckt's euch nicht, oder Stimmung, wir gewonnen? Ein Traum, das Mura. Abo. Sag's einmal, was ist denn da los? Wer hat da sein eigenes Bier mitgebracht? Das ist ein Kaffeehaus, seid ihr wahnsinnig? Ja, die zwei haben eine Kiste einer zart. Die haben gemeint, das Wieselburger kann man da nicht saufen, sie saufen ja das warme Mura. Sie scheißen aufs Theatercafé, haben sie auch noch gemeint, aber regelt ihr das einmal untereinander und ich mach da mal Pause und wir sehen uns nachher wieder.